Meterhohe Flammen am Sonntagabend in Portugal. Nahe der Kleinstadt Mafra nördlich von Lissabon war ein großes Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Zivilschutzbehörde kämpften rund 400 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Ein Altenheim musste vorsorglich evakuiert werden. Hohe Temperaturen und starke Winde in der Region erschwerten die Löscharbeiten. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Viele Anwohner verließen aus Angst ihre Häuser. Augenzeugen zufolge war der Rauch, der von dem Feuer ausging, auch noch im Stadtzentrum von Lissabon zu sehen. Weitere Brände wüteten auch noch in anderen Teilen des Landes. Insgesamt waren mehr als 1000 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Temperaturen waren am Wochenende in diesen Regionen stark angestiegen. Für einen Teil Nord- und Zentralportugals wurde wegen Temperaturen von über 40 Grad eine Warnung herausgegeben. Die Hitze wird nach Angaben des portugiesischen Meteorologischen Instituts noch bis mindestens Dienstag andauern.